Die Special-Programme auf Discovery Channel. Es könnte an einem lauen Spätsommerabend passieren, während der letzten Grillparty der Saison. Niemand ahnt, dass in diesem Augenblick ein riesiger Felsbrocken aus dem Weltraum, groß wie ein Fußballfeld, mit einer Geschwindigkeit von 80.000 Stundenkilometern auf die Erde zu rast. Bis er einschlägt, bleiben noch 20 Sekunden. Wenn er in die Atmosphäre eindringt, wird der Meteorit zu einer Feuerkugel, so heiß wie die Oberfläche der Sonne. Ein neuer Stern erscheint am nächtlichen Himmel, der von Sekunde zu Sekunde größer wird. Die Ionisierung der Atmosphäre unterbricht sämtliche Funk- und Fernsehsignale in einem Umkreis von 2000 Kilometern. Der Einschlag in 50 Kilometer Entfernung lässt die Nacht plötzlich zum Tag werden. Die Energiemenge von 100 Atombomben wird freigesetzt. Doch noch bleibt alles ruhig. Sieben Sekunden nach dem Einschlag ist die Stoßwelle da. Während die Erde bebt, fegen Sturmböen mit Tornadogeschwindigkeit über das Land. Für die Menschheit könnte das eine Katastrophe bedeuten. Für unseren Planeten jedoch wäre es kein außergewöhnliches Ereignis. Jeden Tag dringen Bruchstücke fremder Himmelskörper in die Erdatmosphäre ein. Die meisten von ihnen sind klein. Doch einige können so groß werden, dass sie den Verlauf der Evolution ändern. Die Dinosaurier könnten einem solchen Ereignis zum Opfer gefallen sein. Wir erforschen Meteoriten und Kometen in der Hoffnung, eine Wiederholung vermeiden zu können. Und um vielleicht etwas über die Entstehung des Lebens auf der Erde zu erfahren. Nur wenige Menschen machen sich Gedanken über die Gefahr, die aus dem Weltraum droht. Doch am Morgen des 18. Januar 2000 wurden die Einwohner einer entlegenen Ortschaft im Yukon-Territorium im Westen Kanadas durch einen gewaltigen Schlag geweckt. I'm Peter Novak with an update from the CBC's Yukon Newsroom. Eyewitness reports say the explosion lit up downtown Whitehorse. Bei den Nachrichtensendern gingen Berichte über eine Explosion ein, der ein greller Lichtblitz, ein lauter Knall und eine Druckwelle folgten. Eine große Detonation über Kanada legte ein Drittel des Stromnetzes im Yukon-Territorium lahm. Ich sah ein helles Licht und die Straßenbeleuchtung begann plötzlich zu flackern. Es gab einen lauten Knall und einen Blitz. Wir dachten, ein Transformator wäre explodiert. Line 1, good afternoon. Ich saß auf der Couch und sah die Nachrichten. Es war grell wie das Licht eines Schweißbrenners. Plötzlich fiel ein unglaublich helles Licht durch das Fenster. Amazing. In der kleinen Stadt Whitehorse geschieht nur selten etwas, das auch jenseits der Stadtgrenzen auf allgemeines Interesse stößt. Die Ereignisse dieses Tages aber beschäftigten viele Leute, unter ihnen hochrangige amerikanische Regierungsbeamte. Es ist von großer politischer Bedeutung, ob ein solches Ereignis natürlich oder von Menschen verursacht ist. Das herauszufinden ist meine Aufgabe. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie viele es sind und wo sie sind, aber das Verteidigungsministerium verfügt über eine Anzahl von Satelliten, die den gesamten Globus beobachten. Neben militärischen Zielen sehen sie auch andere Dinge, darunter Meteore. Etwa zweimal pro Woche explodiert ein Meteorit von der Größe eines Kopfkissens mit der Gewalt einer Atombombe. Gewöhnlich verdampft er dabei vollständig in der Atmosphäre. Doch der Meteorit von Whitehorse war erheblich größer als der Durchschnitt.
This one was about 15 feet in diameter. Sein Durchmesser lag bei 5 Metern, sein Gewicht bei 180.000 Kilo. Und er kam mit einer Geschwindigkeit von Mach 50. Die meisten Meteoriten, die die Erdatmosphäre erreichen, sind kleiner als Sandkörner und verdampfen in wenigen Augenblicken. Doch ein Meteorit wie der über dem Yukon niederging, dringt viel tiefer in die Atmosphäre ein und erzeugt eine große, weithin leuchtende Feuerkugel. 25 Kilometer über dem Boden zerplatzte der Meteorit und hinterließ eine Wolke aus kosmischem Staub. Für Wissenschaftler, die sich mit der Entstehung des Sonnensystems befassen, ist dieser Staub überaus wertvoll. Die NASA besitzt einen Stratosphärenjet, der speziell für das Einfangen von Meteoritenstaub ausgerüstet ist. Wann immer sich eine große Feuerkugel am Himmel zeigt, wird die Maschine losgeschickt, um so viel wie möglich von diesem Staub einzusammeln. An der Unterseite der Tragflächen befinden sich Klappen, die während des Flugs geöffnet werden. Dahinter sind sterilisierte Platten angebracht, die mit einem klebrigen Öl überzogen sind, an dem der Staub hängen bleibt. Es sind teure Staubfänger. Doch sie sind meist die einzige Hoffnung für die Wissenschaftler, die auf der Jagd nach den Überresten von Meteoriten sind. Über dem Yukon-Territorium allerdings ließ sich auch mit dem Einsatz von Hightech kein Staub aus dem Weltraum dingfest machen. Ein Mann, ausgerüstet mit guter Ortskenntnis und dem Spürsinn des erfahrenen Pfadfinders, machte sich auf, um nach Bruchstücken des Meteoriten zu suchen, die vielleicht auf die Erde gefallen waren. Jim Brooke hatte die Nachrichten gehört und fuhr hinaus auf den zugefrorenen Tagish Lake. Ich war sicher, dass, falls überhaupt etwas zu finden wäre, die größte Chance auf dem See bestehen würde. Niemand wusste, wo genau sie niedergegangen sein könnten. Als ich sie fand, war es fast schon dunkel. Ich hatte die Scheinwerfer angeschaltet. Tatsächlich fuhr ich an einigen von ihnen vorbei, bevor ich sie sah. Sie waren nur etwa so groß und die ich als erstes sah, hatten etwa diese Größe. Sie sahen aus wie Holzkohlebriketts. Ich stieg aus und sah sie mir an, denn es gab keinen anderen Grund, warum so etwas hier draußen liegen könnte. Ein Meteoritenbruchstück ist ein Fund von außerordentlichem Seltenheitswert. Mehrere von ihnen in gefrorenem Zustand zu finden, ist eine Sensation. Jim Brooke wusste um ihren wissenschaftlichen Wert und vermied sorgfältig, die Fundstücke mit bloßen Händen zu berühren. Es ist eine einzigartige Erfahrung. Inmitten von Milliarden Tonnen terrestrischen Gesteins findet man etwas, das nicht von diesem Planeten stammt. Ein befremdliches Gefühl. Die Gesteinsbrocken aus dem Weltraum gingen bald erneut auf die Reise. Sie wurden in einen der saubersten Räume der Erde gebracht, einen sogenannten Reinraum der Klasse 10, am Johnson Space Center in Texas. Material aus dem Weltraum kommt hier ohne weiteres hinein. Menschen müssen sich einer umständlichen Prozedur unterziehen, bevor sie den Raum, in den nicht die geringste Verunreinigung gelangen darf, betreten. Mike Solansky, Spezialist für kosmische Mineralogie, bekommt eine Menge Gestein zugesandt. Nur ein kleiner Teil erweist sich als extraterrestrischen Ursprungs. Als wir die Fundstücke untersuchten, stellten wir fest, dass es wirklich Meteoriten waren. Und nicht nur das, es war eine sehr seltene Art von Meteoriten, vielleicht die älteste, primitivste Form von Meteoriten, die es gibt. Sie enthalten einen sehr hohen Anteil von kosmischem Staub, der Substanz, aus der die Planeten und die Sonne entstanden sind. Sämtliche Atome in unserem Körper sind aus kosmischem Staub hervorgegangen. Das so zu entdecken, noch im gefrorenen Zustand, das war ein Jahrhundertereignis. Die unscheinbaren Brocken, die Jim Brooke im Schnee fand, sind Zeugen einer fernen Vergangenheit. Sie sind Relikte aus der Zeit, als unser Sonnensystem entstand. Vor 4,5 Milliarden Jahren soll sich Materie, die bis dahin über weite Räume verteilt war, zu festen Körpern verdichtet haben.
Neben der Sonne und den neun Planeten entstand auch eine riesige Zahl von kleineren Himmelskörpern, die sogenannten Asteroiden. Die meisten von ihnen befinden sich in einer Umlaufbahn um die Sonne, die zwischen den Bahnen des Mars und des Jupiter liegt. Manche jedoch haben stark elliptische Umlaufbahnen, auf denen sie der Erde sehr nahe kommen. Diese Vagabunden des Weltalls könnten für das Leben auf der Erde eine Katastrophe bedeuten. Unser Sonnensystem besteht nicht nur aus der Sonne und den neun Planeten. Es gibt Millionen von Kometen und Asteroiden, die sogenannten Kleinkörper des Sonnensystems. Sie repräsentieren nicht nur die chemische Basis des Sonnensystems, sie kollidieren auch von Zeit zu Zeit mit uns. Die Nachbarschaft Jupiters, die sie daran gehindert hat, Planeten zu bilden, zwingt sie in Umlaufbahnen, die die unserer Erde kreuzen. Das wird uns buchstäblich betreffen. Die Frage ist nicht, ob das passiert, sondern lediglich wann. Die Astronomen haben bereits 500 Asteroiden entdeckt, die die Umlaufbahn der Erde kreuzen. Ein solcher Gesteinsbrocken dürfte entscheidend zum Aussterben der Dinosaurier beigetragen haben. Er wäre auch für uns tödlich. Im Juli 1994 hatten die Astronomen die äußerst seltene Gelegenheit, Zeugen einer Kollision von Himmelskörpern zu werden. Ein großer Komet mit Namen Shoemaker-Levy 9 zerbrach in mehr als 20 Teile, die mit der hundertfachen Geschwindigkeit einer Gewehrkugel auf Jupiter niedergingen. Shoemaker-Levy 9 setzte bei der Explosion eine Energiemenge frei, für die man 13 Jahre lang jede Sekunde eine Hiroshima-Bombe zünden müsste. Die Staubwolke war viel größer als die Erde. Wenn ein Komet oder Asteroid dieser Größe die Erde treffen würde, wären wir also in ernsten Schwierigkeiten. Beinahe über Nacht bekam die wissenschaftliche Erforschung solcher Himmelskörper höchste Dringlichkeit. Eine Raumsonde namens Near Shoemaker wurde entsandt, um einen kosmischen Vagabunden näher in Augenschein zu nehmen. Den Asteroiden Eros, dessen Bahn zwischen Erde und Mars verläuft. Irgendwann in den nächsten Jahrmillionen könnte Eros mit der Erde kollidieren. Es gibt viele Naturkatastrophen, gegen die man nichts tun kann. Wenn ein Erdbeben passiert, passiert es. Doch wenn ein Asteroid auf uns zukommt, verfügen wir über die nötige Technik, auch wenn sie nie dafür getestet wurde. Raketen und Bomben. Sie sind stark genug, um die Bahn eines Asteroiden geringfügig zu verändern, sodass er die Erde verfehlt, anstatt sie zu treffen. Die Messungen, die wir mit Near Shoemaker angestellt haben, sind ein Schritt in diese Richtung. Die Raumsonde Near hatte bereits einen weiten Weg hinter sich, als sie in eine Umlaufbahn um Eros eintrat. Sie war zu diesem Zeitpunkt bereits 5 Jahre unterwegs, hatte 2,5 Mal die Sonne umkreist und dabei mehr als 3 Milliarden Kilometer zurückgelegt. Ihre Aufgabe war nun, aus geringer Entfernung Bilder des kleinen Himmelskörpers zu machen. Doch heute nimmt ihre Mission eine dramatische und historische Wende. Die NASA wird versuchen, die Sonde auf der Oberfläche des Asteroiden landen zu lassen. Jeder weiß, dass es ein äußerst riskantes Manöver ist. Es bedeutet, ein Raumfahrzeug über eine Entfernung von 315 Millionen Kilometern hinweg präzise zu steuern. Es ist das erste Raumfahrzeug, das je einen kleinen Körper umkreiste. Und wir hoffen, dass es auch das erste sein wird, das darauf landet. Ich will aber nicht, dass es als erstes darauf zerschellt. Das passiert nämlich, wenn es zu hart aufsetzt. Der Leiter der Mission, Robert Farquhar, überwacht das Projekt am Applied Physics Laboratory bei Baltimore. Wir sind den Ablauf wieder und wieder durchgegangen, alle Punkte, an denen es schiefgehen kann. Es sind fürchterlich viele, denn die kritische Phase dauert nur etwa 35 Minuten. Wenn wir merken, dass es ein Problem gibt und darüber nachdenken, ist es schon zu spät.
Der Chefnavigator Bobby Williams assistiert Farquhar von der Westküste der USA aus, am Jet Propulsion Lab in Pasadena. Für die NIR-Mission mussten wir das Buch neu schreiben, nach welchem wir Missionen zu Planeten durchführen. Wir wissen einiges über einen Planeten, bevor wir dort ankommen, doch bei Asteroiden wissen wir fast nichts, was erforderlich ist, um ein Raumfahrzeug präzise um sie kreisen zu lassen. Alle künstlichen Trabanten sind bisher, laienhaft gesprochen, um Kugeln geflogen. Das ist mehr eine Kartoffel. Die Weltraumnavigatoren verwenden normalerweise die konstante Gravitationskraft rund um einen Planeten, um ihr Fahrzeug auf Kurs zu halten. Doch diese taumelnde Kartoffel scheint es darauf anzulegen, jeden Reiter abzuwerfen. This is new. Das ist neu. So etwas habe ich noch nie gemacht, obwohl ich seit 33 Jahren hier arbeite. Die unregelmäßige Form erzeugt eine Menge Navigationsprobleme. Dazu kommt das unregelmäßige Gravitationsfeld. Wenn das Raumfahrzeug ihn umkreist oder zu landen versucht, wird es von diesen Bereichen von Eros getroffen. Die Stöße und Anziehungskräfte auf das Raumfahrzeug können von den Wissenschaftlern genutzt werden, um die Dichte des Asteroiden zu bestimmen. Eros scheint ein massiver Asteroid zu sein, der ungewöhnliche Risse im Innern aufweist. Das lässt die Folgerung zu, dass Eros bei einer Kollision von einem größeren Asteroiden abgesplittert ist. Wie unterschiedlich diese Kleinkörper sein können, wurde bereits früher entdeckt, als NIR am Asteroid Mathilde vorbeiflog. Als die Raumsonde von der Gravitation geschüttelt wurde, stellten die Wissenschaftler zu ihrer Überraschung fest, dass Mathilde nicht massiv war. Wenn das Ding noch etwas leichter wäre, würde es schwimmen. Es ist nicht vom Typ eines wirbelnden Felsbrockens. Wir mussten uns fragen, wie ein Objekt dieser Größe eine so geringe Dichte aufweisen kann. Die Antwort ist, meine ich, ein Schutthaufen aus Gesteinstrümmern, die gerade noch durch die eigene Gravitationskraft zusammengehalten werden, mit einer Menge Hohlräumen im Inneren. Eros hat enorme Krater. Wir glaubten bisher, dass es eine maximale Größe für Krater auf Asteroiden gäbe und dass ein Aufprall, der einen größeren Krater erzeugen würde, ihn zertrümmern würde. Aber er hat nicht nur einen Krater, der größer ist, als wir für möglich gehalten hatten, sondern fünf. Während NIR Eros umkreiste, lieferten die Kameras verblüffend detailscharfe Bilder, die etwas von den Gewalten ahnen lassen, die im Weltraum wirken. Dieser Brocken von 33 Kilometern Durchmesser ist von hunderttausenden Kratern wie mit Narben übersät. Die Trümmer, die ihn trafen, sind vermutlich bis zu 30 Meter tief in ihn eingedrungen. Zum ersten Mal sehen wir ein Geschoss aus der Nähe, das eines Tages auf die Erde zufliegen könnte. Es ist wesentlich größer als der Felsbrocken, der für das Aussterben der Dinosaurier verantwortlich gemacht wird. NIR liefert ununterbrochen Bilder. Bislang sind es 160.000. Die Verantwortlichen der Mission planen nun ein letztes, tollkühnes Manöver, um den Asteroiden aus nächster Nähe zu betrachten. Was sie vorhaben, bedeutet für die Raumsonde eine Belastung, der sie aller Wahrscheinlichkeit nach nicht standhalten wird. Sie wollen die Sonde ohne ein Landegestell auf der Oberfläche von Eros aufsetzen lassen. Während dieses Vorgangs soll sie ununterbrochen Aufnahmen machen. Die NIR-Shoemaker-Raumsonde und ihre Mission wurden konzipiert, um einen Asteroiden zu umkreisen. Weiter wollten wir bei der ersten Mission nicht gehen. Sonst hätten wir ein Landegestell angebracht, um auf dem Asteroiden aufzusetzen. Doch bereits vor dem Start kam uns der Gedanke, das wäre eine schöne Art, die Mission zu beenden. Non-burn predicts, and they changed the AOS to
Wenn alles funktioniert, sollten wir mit 3 bis 11 Stundenkilometern aufsetzen. Um abzubremsen, brauchen wir eine Serie von Triebwerkszündungen, die präzise ablaufen muss. Wenn es nicht von Anfang an richtig gemacht wird, werden wir nicht mehr viel tun können, um die Sonde vor dem Absturz zu bewahren. Das Risiko ist groß, aber der Einsatz lohnt sich. Das Wissen, das hier zu erwerben ist, kann überlebenswichtig sein, wenn eines Tages ein Asteroid auf uns zukommt. Auch kleinere Objekte können spektakuläre Wirkungen haben. In der Nacht des 9. Oktober 1992 richteten die Zuschauer eines Footballspiels ihre Blicke nach oben. Ebenso wie Amateurfilmer in 2 anderen amerikanischen Bundesstaaten. Der Peekskill-Meteor kam zu seinem Namen, weil er in der Ortschaft Peekskill im Bundesstaat New York einen Chevy Malibu traf. Ein seltenes Ereignis, doch die Erde steht unter ständigem Beschuss. Die Oberfläche des Mondes vermittelt einen ungefähren Eindruck von der Zahl der Geschosse aus dem Weltraum. Da der Mond keine Atmosphäre hat, erreichen selbst kleinste Partikel den Boden und ihre Spuren werden nicht verwischt. Es ist ausgeschlossen, dass die Erde nicht von Feuerkugeln getroffen wurde. Doch auf der Erde ändert sich in 3 oder 10 Millionen Jahren alles. Deshalb ist es sehr schwer, die Einschlagskrater zu finden. Sie werden begraben, erodiert und zerstört. Peter Schulz ist spezialisiert auf Meteoritenkrater. Er versucht, ihre Spuren an der argentinischen Küste zu finden. Diese Region ähnelt einem riesigen Sandkasten. Ein Krater wird sofort aufgefüllt, nachdem er entstanden ist. Das macht es viel schwieriger, ihn zu finden. Die Suche nach Meteoritenkratern ist eine mühselige Detektivarbeit, bei der es jeden noch so kleinen Hinweis auszuwerten gilt. Die wertvollsten hat Schulz manchmal dem Zufall zu verdanken. Ich denke, man kann viel lernen, wenn man denen zuhört, die ganz einfache Fragen stellen. Eine Frau namens Fernanda, die einige Vorträge übersetzte, die ich im argentinischen Córdoba hielt, kam mit ein paar schönen grünen Glasstücken zu mir und fragte mich, hat das etwas damit zu tun? Sie hatte sie im Alter von 5 oder 7 Jahren gefunden, als sie an der Küste spazieren ging. Und nun, 20 Jahre später, zeigte sie mir diese Glasstücke. Doch solange wir nicht mehr davon finden konnten, blieb das die Anekdote eines kleinen Mädchens, das ein hübsches Stück Glas gefunden hat. Peter Schulz wollte der Anekdote auf den Grund gehen. Die Suche führte ihn an einen Küstenabschnitt im Süden von Buenos Aires. Um noch mehr von den Glasstücken zu finden, die vielleicht von einem Meteoriteneinschlag herrührten, galt es, die Klippen der Steilküste sorgfältig abzusuchen. Fernando, golpea ahora. Bien, golpea. Ahora tiren. Mit Hilfe von einheimischen Paläontologen gelang es ihm, jene Schichten zu finden, die in Argentinien Escorias genannt werden. Peter, yes. What are you finding there? Oh my gosh, it's fantastic. I mean, we've got Escorias all over the place. They're in layers, they're in small fragments. It looks like we have the mother load. Seit 12 Millionen Jahren hat sich hier eine Sandschicht über die andere gelegt. Nur an einer Stelle wird der Sand von einer dünnen Schicht aus Glas unterbrochen. These are like timelines. Es sind so etwas wie Zeitlinien, als hätte jemand mit einem Leuchtstift die Klippen markiert. Sie zeigen uns genau den Zeitpunkt des Einschlags an. Noch besser, sie zeigen uns die Zeit der Schicht an, die wir hier sehen. Wenn wir diese Daten haben, können wir eine ganze Sequenz entlang der Klippe zusammenfügen. Die im Glas eingelagerten radioaktiven Isotope
ermöglichen es, das Alter der Schicht auf 3,3 Millionen Jahre zu bestimmen. Chemische und physikalische Analysen geben zudem Aufschluss über die Vorgänge bei seiner Entstehung. Beim Aufschlag verdampft und schmilzt die Erde. Chlor, Phosphor, Silikate, Eisen, Nickel, alles vermischt sich in einer turbulenten Reaktion. Wenn man sich das ansieht, erkennt man, dass es auf enorme Temperaturen erhitzt wurde, um dann plötzlich abzukühlen. Das heißt, es erstarrte schlagartig. Das ist ein Anzeichen für ein größeres Ereignis. Etwas anderes kann es nicht gewesen sein. Beim Einschlag eines großen Meteoriten werden glühende Trümmer hoch in die Atmosphäre geschleudert, wo sie sofort abkühlen. Der Meteorit, der Argentinien traf, dürfte einen Trümmerregen in einem Umkreis von mehreren hundert Kilometern verursacht haben. Auch wenn der Krater selbst in den Tiefen des Ozeans verborgen ist, gibt es weitere Hinweise, die Rückschlüsse auf einen Meteoriteneinschlag zulassen. Argentinische Paläontologen haben bei Grabungen in derselben Küstenregion Fossilien längst ausgestorbener Tierarten entdeckt. Dies ist das letzte Zeugnis dieses Tieres. Ein sehr eigentümliches Stück Knochen, das eine charakteristische Form aufweist. Es gehört zu einem fleischfressenden Beuteltier mit einer seltsamen Anpassung, einem Säbelzahnbeuteltier. Wir wissen, dass sie verschwunden sind, dass sie nicht in den Schichten über der Schicht des Einschlags vorkommen. Unser Ziel ist herauszufinden, wodurch diese Tiere getötet wurden. War es die sengende Hitze des Einschlags, der darauf folgende Trümmerregen, oder waren es Dunkelheit und Kälte? Die Wucht der Explosion selbst könnte sich auf eine relativ kleine Region in Südamerika beschränkt haben. Doch sie hat unzählige Tierarten für immer ausgelöscht. Es war ein Ereignis, wie es nur einmal in Millionen Jahren vorkommt. Und es hat ein rätselhaftes Artensterben ausgelöst. Für uns Menschen wäre es durchaus angebracht, diesem Rätsel auf den Grund zu gehen. Um zu verstehen, warum auch ein kleinerer Meteorit so zerstörerische Folgen haben kann, simuliert Peter Schulz Einschläge unter Laborbedingungen. Am Ames Vertical Gun Range der NASA ermöglicht eine Hochgeschwindigkeitskanone, Projektile in beliebigen Winkel auf eine Sandoberfläche auftreffen zu lassen. Dieses Gerät erlaubt uns, den Aufprall, der nur wenige Millisekunden dauert, aufzuzeichnen und dann verlangsamt wiederzugeben, sodass wir beobachten können, was damals in Argentinien vorging. Extreme Dunkelheit, intensive Hitze und Winde von Tornadogeschwindigkeit. Hier in dieser stählernen Kammer werden die Ereignisse im Miniaturformat ablaufen. Der Sand, in den das Projektil einschlägt, entspricht in seiner Zusammensetzung der Beschaffenheit des argentinischen Bodens. Das ist eine Superkanone. Ihre Geschosse sind viel schneller als die eines 45er Colts. Und wo sie einschlagen, wird es glühend heiß. Weltweit ist diese spezielle Kanone die einzige, die solche Geschwindigkeiten und so viele verschiedene Schusswinkel erlaubt. Die 7,5 Meter lange Kanone schussbereit zu machen, ist eine äußerst diffizile Aufgabe. Der Lauf muss exakt ausgerichtet und versiegelt sein, bevor das kleine Aluminiumprojektil eingeführt wird, das den Meteoriten repräsentiert. Es wird mit Wasserstoffgas auf eine Geschwindigkeit von 6,4 Kilometern pro Sekunde beschleunigt. Da die Kanone mit Wasserstoffgas betrieben wird, darf sich keine Luft in dieser Kammer befinden. Wir füllen sie deshalb mit dem Edelgas Argon, sodass es kein Explosionsrisiko gibt, wenn das Geschoss und das Gas eindringen. Eine kleine, aber heftige Explosion wird es trotzdem geben. Dort, wo das Projektil auftrifft und schlagartig enorme Temperaturen erzeugt.
Hochgeschwindigkeitskameras, die 500 Bilder pro Sekunde aufnehmen, werden diesen Vorgang dokumentieren. In wenigen Sekunden wird Peter Schulz wissen, ob der Miniaturmeteorit bei seinem Einschlag Sand in Glas verwandeln kann und in welchem Umkreis mit einer Bombardierung des Bodens durch Trümmer zu rechnen ist. Oh my gosh, that's cool, that's great. You can see the bias downrange. Das ist großartig. Man sieht, auf welchem Weg die Feuerkugel eingeschlagen ist. Und genau im Zentrum sieht man Glas, das durch den Einschlag entstanden ist. Das Experiment bestätigt, dass Glas ein Zeichen für einen Meteoriteneinschlag sein kann. Wenn die Aufnahme in extremer Zeitlupe abgespielt wird, kann Peter Schulz beobachten, wie sich der Vorgang im Detail abgespielt hat. Oh, geez, look at this. This thing is hammered. There's the... Hier sieht man die Spur der Feuerkugel, bevor sie einschlägt. Das Projektil ist wirklich extrem heiß. Das nächste Bild zeigt diese Feuersäule, die die hochgeschleuderten Trümmer begleitet. Dann sieht man sehr heiße Gase und diese Striche, die tatsächlich strichförmige Schmelzprodukte des Einschlags sind, die wegspritzen. Hier ist die Stoßwelle, die sich von der Aufschlagstelle aus im Sand ausbreitet. Da ist die Hölle los. Es ist ein chaotischer Vorgang, in dem sich der Krater bildet. Experimente wie dieses zeigen, dass Geschosse, die im flachen Winkel auftreffen, besonders verheerende Folgen haben. Der Krater ist nur ein Ergebnis des Einschlags. Ihm folgt ein tödlicher Trümmerregen, so wie es bei einem der gewaltigsten Meteoriteneinschläge aller Zeiten war. Auf dem Meeresboden im Golf von Mexiko befindet sich ein Krater, der vor 65 Millionen Jahren entstanden ist. Sein Durchmesser beträgt mehr als 160 Kilometer. Die Folgen des Einschlags wirkten sich auf der ganzen Erde aus. Mehrere Millionen Jahre lang beherrschten die Dinosaurier unseren Planeten. Die ersten Säugetiere waren klein und führten ein sehr beschränktes Leben im Schatten der Riesen. Dann veränderte der Zufall die Regeln des Überlebens von Grund auf. In einem einzigen Augenblick versank die Erde in tiefer Dunkelheit. Dann folgte die Kälte. Doch die Säugetiere waren nicht auf Sonnenwärme und grüne Pflanzen angewiesen. Sie überlebten, indem sie sich von der verrottenden Vegetation ernährten. Ohne die Feuerkugel, die damals vom Himmel stürzte, sehe das Leben auf der Erde heute anders aus. Wenn ich an diesen Klippen entlang gehe und diese Zeugnisse sehe, läuft es mir kalt den Rücken hinunter. Dass ich heute hier bin, ist womöglich die Folge einer solchen Kollision. Vielleicht haben Feuerkugeln die Entstehung von uns Menschen ermöglicht. Heute ist es der Menschheit gelungen, eine Raumsonde zu einem potenziellen Meteoriten fliegen zu lassen. Doch wird es auch gelingen, sie sanft auf der Oberfläche des Himmelskörpers abzusetzen? Die Triebwerke der NIR-Sonde wurden vom Kontrollzentrum aus gezündet, um den Landevorgang auf Eros einzuleiten. Vier weitere Triebwerkszündungen, die das Raumfahrzeug schrittweise abbremsen sollen, sind bereits programmiert. Das Timing dieser Zündung beruht auf Schätzungen, die auf der Erde angestellt wurden. Nachdem die Sonde die Umlaufbahn verlassen hat, gibt es nur einen geringen Spielraum für Korrekturen. Die einzige Eingriffsmöglichkeit besteht darin, die Uhr, die die letzte Zündungssequenz steuert, um einige Sekunden zurückzustellen. Die Frage ist nur, um wie viele Sekunden? Is it worthwhile putting minus 6 seconds in there? Yeah, I think it's worth it.
Bei der Bestimmung der Schicksalszahl wird die Projektleitung von den Teams an der Ost- und Westküste der USA unterstützt. Monatelang ist auf diese Entscheidung hingearbeitet worden. Die kritischen Momente werden wahrscheinlich zwischen den ersten beiden Manövern liegen. Dann müssen wir entscheiden, worin die Fehler beim ersten Manöver bestanden und die entsprechenden Werte an das Raumfahrzeug übertragen, um das zweite Manöver zu korrigieren. Für eine solche Entscheidung nehmen wir uns gewöhnlich 2 Tage Zeit. Doch hier haben wir nur 1 oder 2 Stunden. Während die Raumsonde im freien Fall auf Eros zustürzt, beschließen die Wissenschaftler, die Zündsequenz um 17 Sekunden zu verzögern. Wenn das Kommando per Funk an NIR übertragen worden ist, gibt es keine weitere Eingriffsmöglichkeit mehr. Ein Fehler würde bedeuten, dass die Sonde abstürzt oder im Weltraum verloren geht. Da die Anziehungskraft von Eros nur sehr schwach ist, muss die Sonde sehr langsam und sanft aufsetzen, um nicht abzuprallen. Ich bin sehr stolz auf die Robustheit des Raumfahrzeugs und auf die Ingenieure, die es konstruiert haben. Es muss sehr robust sein, um unvorhergesehenen Ereignissen standzuhalten. In diesem Punkt ist es wirklich außergewöhnlich. Eine richtige Maschine. 20 seconds left in the bear. Doch für jede Maschine gibt es Grenzen der Belastbarkeit. Alles hängt jetzt von den letzten Berechnungen ab. Okay, got a good cutoff. Die erste Triebwerkszündung, die das Bremsmanöver einleitet, läuft plangemäß ab. Die Kamera der Sonde nimmt jetzt eine Reihe von Bildern auf, die am Boden mit äußerster Spannung erwartet werden. Wir haben diese Bilder für Freitagnacht eingeplant. Sie zeigen uns, ob die Flugbahn korrekt ist. Wenn alles nach Wunsch läuft, dann sieht man die Geländepunkte, die man sehen möchte, und nicht den schwarzen Himmel. Während sie niedergeht, nimmt die NIR-Sonde alle 30 Sekunden ein Foto auf. Es dauert einige Zeit, bis sie auf den Bildschirmen im Kontrollzentrum erscheinen. Zum Schluss erhebt sich immer die bange Frage, ob auch kein Fehler unterlaufen ist. Wir sind alle nur Menschen. Jedem kann es passieren, dass er eine falsche Zahl eingibt. Dann kommen schwarze Bilder und man guckt um. Solange noch kein Bild zu sehen ist, ist der Ausgang des Experiments ungewiss. Auch wenn es nur 3 Kilometer bis zur Oberfläche des Asteroiden sind. Es gibt jedoch noch andere Vagabunden des Weltraums, die weitaus unzugänglicher und noch viel mysteriöser sind. Kometen. In der Antike sah man in ihnen Vorzeichen eines drohenden Unheils. Heutige Wissenschaftler sehen eine nicht zu unterschätzende Bedrohung in dem Kometen selbst. Von der Erde aus gesehen sind sie nur Leuchterscheinungen, die langsam über den Himmel ziehen. Doch ein Komet bewegt sich viel schneller als ein Asteroid. Nur die größten unter ihnen sind für das bloße Auge sichtbar. Auf ihrem Weg um die Sonne verlieren Kometen eine Menge Staubteilchen und Gesteinsbrocken. Durchquert die Erde einen so entstandenen Staubgürtel, sehen wir Meteoritenschauer am Nachthimmel. Einer der spektakulärsten trat im Jahr 1966 auf, unmittelbar nachdem der Komet Temple-Tuttle vorbeigezogen war. In 1966 I lived in Plainview, Texas. 1966 lebte ich in Plainview in Texas. Ich war 10 Jahre alt, als wir eines Morgens sehr früh aufstanden, um meinen Bruder zum Flughafen zu bringen. The
Ich saß auf dem Rücksitz des Autos zusammen mit meinem Bruder. Meine Mutter und mein Großvater saßen vorn. Wir fuhren übers Land. Mein Bruder war auf dem Weg, als Marine in den Vietnamkrieg zu ziehen. Es war eine emotional sehr schwierige Zeit für uns, wie Sie sich vorstellen können. You can just imagine what it was like. There's no lights. Es brannten keine Lichter, alles war still. Wir stiegen aus, standen auf der Straße und sahen zu, wie die Sterne fielen. Sie fielen und fielen. Wir hatten nicht die leiseste Idee, was das war. Wir waren zufällige Zeugen des Leonidenschauers von 1966 geworden. Es war der größte, der je beobachtet wurde. 100 bis 150.000 Meteore pro Stunde waren am Himmel sichtbar. Für Jackie Green war dies der Beginn einer lebenslangen Faszination. Heute ist sie Spezialistin für Planetologie am Jet Propulsion Laboratory in Kalifornien. Ihr Traum ist, ein Raumfahrzeug auf einem Kometen landen zu lassen. Soweit wir wissen, bestehen Kometen hauptsächlich aus Eis. Wenn sie nahe genug an die Sonne geraten, verdampft das Eis zu einer Gaswolke, die sich um den festen Kern legt. Doch wie die Oberfläche eines Kometenkerns beschaffen ist, weiß bisher niemand. Ich würde gern wissen, wie es wäre, auf der Oberfläche eines Kometen zu stehen. Wie sieht es dort aus? Sieht man Hügel oder Berge? Bildet sich eine Staubwolke um meine Füße? Ich möchte wissen, ob ein Raumfahrzeug dort landen könnte und die Ingenieure bei der Konstruktion unterstützen. Das ist für mich der Schlüssel. Woraus Kometen genau bestehen, lässt sich nur schwer untersuchen, weil sie extrem selten auf die Erde stürzen. Wir haben die Vorstellung von Kometen als schmutzigen Schneebällen. Man denkt dabei gern an eine schöne weiße Oberfläche, die vielleicht etwas mit Staub durchsetzt ist und aus der überall Gas austritt. Ich glaube, dass es auf einem Kometen erheblich härter und viel schwärzer sein wird. Die wenigen Bilder, die gemacht wurden, als der Harlische Komet im Jahre 1910 am Himmel erschien, vermittelten den Eindruck einer leichten Kugel aus Gas und Staub. Doch als die Raumsonde Giotto 1986 den Kern des Harlischen Kometen fotografierte, mussten die bisherigen Vorstellungen von Kometen revidiert werden. Wir dachten, es wäre möglich, auf einer glatten Ebene aus Eis zu landen. Doch dieses Bild zeigt uns eine stark zerklüftete Oberfläche. Sie ist von einer Staubschicht bedeckt, von der wir nicht feststellen können, ob sie 1 Millimeter oder 3 Meter dick ist. Und wir möchten, wenn wir ein Raumfahrzeug dorthin schicken, gern wissen, worin wir landen. We would like to know what we were landing in. Wenn wir eines Tages eine Raumsonde auf der Oberfläche eines Kometen landen lassen wollen, müssen wir sehr viel mehr über die Eigenarten dieser zerklüfteten Himmelskörper wissen, die jede Sekunde Millionen Tonnen von Staub durch das Weltall verstreuen. Die Antwort auf unsere Fragen wird nicht zuletzt dort zu suchen sein, wo die geheimnisvollen Besucher herkommen. Langperiodische Kometen mit Umlaufzeiten von über 200 Jahren entstammen der Oortschen Wolke, die unser Sonnensystem umgibt. Sie reicht 150.000 Mal weiter als der mittlere Abstand der Erde zur Sonne in den Weltraum hinaus. In ihr vermutet man das Rohmaterial, aus dem sich die Planeten gebildet haben. Wenn man in der Oortschen Wolke sitzen würde, wäre die Sonne nur als winziger Punkt erkennbar. Es kommt nur sehr wenig Licht dort an und die Temperatur liegt knapp über dem absoluten Nullpunkt. Es ist riesengroß, sehr dunkel und sehr leer. Jackie Green siebt tiefgefrorenen Staub aus. Sie will Staubkörner erhalten, die 100-mal kleiner sind als der Durchmesser eines menschlichen Haares. Das kommt der Größe der Staubkörner auf der Oberfläche eines Kometen nahe. Wenn es dort organische Materie gibt, die Voraussetzung für Leben, müsste sie in diesem Staub zu finden sein. In einer Vakuumkammer wird der Lauf eines Kometen durch das Sonnensystem simuliert.
Die Temperatur in der Kammer liegt bei minus 184 Grad Celsius. Um die Reise zu starten, knipst Jackie Green eine Dose Sonnenlicht an. In der Oortschen-Wolke könnte ein Kometenkern durch die von benachbarten Sternen ausgelösten Gravitationsstörungen in Richtung auf die Sonne katapultiert werden. Während er an Jupiter vorbeizieht, lässt die Sonnenwärme einen Teil des Eises verdampfen. Es bildet sich eine Gashülle um den Kometen, die vom Sonnenwind weggeblasen wird, ebenso wie unzählige Staubteilchen. Ein Millionen von Kilometern langer Schweif entsteht. Wenn die Erde den Staub- und Trümmergürtel durchquert, den der Komet hinterlassen hat, regnet es Sternschnuppen. Doch ein Komet könnte auch die Erde selbst treffen. Viele Wissenschaftler sind überzeugt, dass zu der Zeit, als die Erde sich bildete, ein solches kosmisches Bombardement an der Tagesordnung war. Kometen und Asteroiden trafen die Erde täglich. Sie waren groß genug, um alles Leben dort zu zerstören, aber sie brachten auch Wasser und organische Materie für einen Neubeginn. Damit lieferten sie die Grundlage für die Entwicklung des Lebens auf der Erde. Noch heute bringen die Besucher aus dem Weltraum Keime des Lebens mit sich. Auch in dem Meteoriten, der auf das Yukon-Territorium stürzte, haben Mineralogen Hinweise entdeckt, die die Hypothese von der Herkunft des Lebens aus den Tiefen des Weltalls stützen. Wir haben in diesem Meteoriten kleine Bläschen aus organischen Substanzen gefunden. Sie haben vielleicht einst das Leben zu uns gebracht, das auf den Asteroiden begonnen haben muss. Im Innern dieser Kalziten finden wir kleine Wasserbläschen, Proben des Wassers auf Asteroiden. Aminosäuren, komplexe organische Verbindungen und Kohlenwasserstoffe sind reichlich vertreten. Dort, wo sie herkommen, muss es flüssiges Wasser gegeben haben. Und das bedeutet gemäßigte Temperaturen. Was braucht es mehr, damit das Leben beginnt? Kometen und Asteroiden könnten den Schlüssel zu jenen Fragen liefern, die die Menschheit seit jeher bewegen. Die Landung auf einem Asteroiden wird uns der Antwort ein Stück näher bringen. Die Raumsonde der NASA bewegt sich im freien Fall auf die Oberfläche des Asteroiden Eros zu. Wenn sie die korrekte Flugbahn einhält, werden die Bilder, auf die jeder bei der NASA wartet, es bestätigen. Bleibt der Bildschirm dunkel, gibt es ein Problem. Das erste Bild zeigt nur ein kleines Stückchen des Asteroiden. Doch das nächste beweist, dass der Kurs stimmt. Die Fotos werden immer deutlicher. Sie zeigen Details der Oberfläche, die gerade einmal 10 cm groß sind. Ich würde sagen, es ist recht gut, ein schöner Planet. Wir haben noch nie Asteroiden mit dieser Auflösung gesehen. Wir sind überrascht, dass frische Krater von der Oberfläche verschwunden sind. Ich kann kaum erwarten, was die nächsten Minuten bringen. Jedes Mal, wenn ich in ein Flugzeug steige, denke ich, es funktioniert nicht, aber das tut es doch. Ich bin fasziniert davon, dass dieses Zeug so gut funktioniert. Ich fürchte immer, dass irgendetwas schiefgehen wird. Auch wenn die schlimmsten Befürchtungen sich zerstreuen, niemand in diesem Raum macht sich große Hoffnung, noch einmal etwas von ihr zu hören, nachdem die Sonde gelandet ist. Es wäre ein Wunder, wenn sie das Aufsetzen ohne Landegestell überstehen würde. Nur ein ausgezeichneter Triebwerksspezialist könnte versuchen, diesem Wunder ein wenig nachzuhelfen. Zum Glück gibt es 30 von ihnen in diesem Raum. 18 Meter!
Gegen jede Wahrscheinlichkeit reißt das Signal von hier nicht ab. It's still there? Still there? Now, we're supposed to, we're beyond 63's end of track. How long can they go? How far up are you guys? Ist es möglich, dass die Sonde heil auf der Oberfläche des Asteroiden liegt? Wait a minute. I want to confirm first. Die Wissenschaftler suchen fieberhaft nach Hinweisen darauf, dass die Sonde tatsächlich gelandet ist. Are you in or out of lock? It's hard. We're dropping in and out, but we've still got lock. Still got lock. Keep going. MCD is out of lock for sure. We have no telemetry yet. Well, the final reading was 0.017 kilometers. Yeah. They're still in the region. I mean, it's on the surface. Amazing. It's amazing. Amazing. Ein letztes Bild erreicht die Erde. Es beweist, dass das kaum Glaubliche Realität geworden ist. Ein historischer Augenblick. Am 12. Februar 2001 ist zum ersten Mal ein Raumfahrzeug auf einem Asteroiden gelandet. Und nicht nur das, es sendet weiter Signale. Über eine Entfernung von 315 Millionen Kilometer hinweg erreichen sie die Erde. Ihre Botschaft, NIR, ist intakt. Seine Reise durch den Weltraum geht weiter. Es telefoniert nach Hause. Es sagt, ich bin hier und ich bin am Leben. Das ist fabelhaft. It's fabulous. Yeah. Unbelievable. This is unbelievable. I never thought. I kept saying less than 1%, right? Die Vagabunden des Weltraums waren einst furchterregende, mysteriöse Erscheinungen. Heute sehen wir sie auf andere, realistischere Weise. Und wir haben die ersten Schritte unternommen, um eines Tages vielleicht eine Katastrophe abwenden zu können. Für den Fall, dass sie Kurs auf die Erde nehmen sollten.